Mage, Warrior, Hunter. Wir nehmen mal den Mage. Ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass Counterspell ziemlich gut ist. Einfach nur, weil die Gegner ja auch erstmal gucken müssen, ob sie in die anderen Dinger rumspielen. Und die Spells oft besser sind. Aber ja, wir nehmen Defender. Insgesamt dann doch die bessere Karte. Servant of Kalimos ist halt so eine Value-Karte, aber man muss ja auch schaffen, die irgendwie zu spielen. Ich schaff's oft nicht. Frostbolt. Kabal Chemist. Ah, die mag ich alle nicht. Also wir nehmen Questing. Carno Smith finde ich ist irgendwie unterschätzt. Ja, wir brauchen die Two Drops, aber Nesting Rock ist eigentlich sau stark. Wobei Gastropod auch sau stark ist. Das ist sowohl im Early Game gut als auch im Late Game. Hey, Brainful. Nehmen wir ruhig den Gastropod, uns fehlen gerade ein bisschen die Two Drops. Dann nehmen wir das Elementar. Cobra. Suraus. Firelands Portal. Stormwind Champion. Ja, meinetwegen. Den schafft man in letzter Zeit immer mal wieder zu chargen, weil die Gegner so wahnsinnig viele Karten in der Hand haben. Ich würde eigentlich doch mal gerne Kabal Chemist nehmen. Wir brauchen wirklich noch ein paar mehr Two Drops. Es sind halt auch viele Klassen unterwegs, die sehr, sehr schnelle Decks bauen. Dann brauche ich nochmal Doppelgangster. Schau mal. Du bist bei 52 Runs, aber das ist echt absurd. Ich bin jetzt bei 18 und finde das extrem viel. Ja, Flame Geysir. Oh, Twilight Flamecaller ist so gut. Eigentlich würde ich aber gerne noch einen Flame Geysir nehmen. Nehmen wir ruhig den Flamecaller. Volcanic Potion. Mana Wurm. Polymorph. Den dritten Chemist. Rock Rider. Da fangen wir momentan auch sehr oft zu spielen. Ja, ja, klar. Also ich meinte mit meinen 18 auch nur April. Berserker. Ich glaube, ich hätte gern den Random Spell. Dragonling Mechanic. Charge Devil Saw. Sunwalker, zwei Karten noch. Ja, da uns leider ein bisschen die Karten fehlen, oder die Early Drops fehlen, nehmen wir den Tidehunter noch mit. Und der Blizzard schließt das auf jeden Fall gut ab. Na dann, go go! Wenn du Bock hast, kannst du gerne Kekse setzen. Thank you.
Initiative versus Uther. I will fight with honor. Let the games begin. Oh, immer die Leute, die Zug 1 so ewig brauchen. Vielleicht gleich Coin zur Us, einfach nur damit der gebufft wird. Mal gucken. Musik ist aus World of Warcraft. Braucht er jetzt jeden Zug so lang? It's time for a little blood. Vielleicht spiele ich dann einfach den Gastropod. Nee, ich meinte auch gerade schon, das ist WoW. Besten Runs machst du, wenn ich Hearthstone streame. Das freut mich für dich und irgendwie ist es aber auch ganz schön gemein, weil ich ja momentan nicht so gut spiele. Vielleicht sollte ich dir zugucken und nicht umgekehrt. Ach Mann. Ja, es ist momentan total auf Get Down. Genau, jetzt ist es RuneScape. Nee, das geht ewig, das Lied hier. 12,5 Minuten. Aber ich fand es ganz schön, deswegen wollte ich es nicht skippen. Oft skippe ich die Sachen, die länger sind als 7, 8 Minuten dann nach der Hälfte oder sowas. Reporting for duty. Ich würde da gern Zeugs pingen, aber eigentlich finde ich es zu langsam, nur pingen diesen Zug. Freezing Potion. Könnt den einfrieren und den traden? Ich muss echt sehen, dass ich viel mehr um MC-Tag rumspiele. Es freut mich ja auch für dich. Es freut mich ja auch, aber es ist halt trotzdem ein bisschen doof momentan. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der jetzt extrem häufig dabei ist. Ist ja an sich auch logisch. Einerseits haben sie die Common Minions die Rate gesenkt, die Rare Sachen gepusht. Und dann sind ja auch viele Karten raus. Also insgesamt ist die Chance auch generell höher, die Karten, die noch drin sind, zu ziehen. Also es gibt jede Menge Gründe, warum es jetzt eine höhere, warum man den jetzt öfter sehen könnte.
Okay, ich spiele jetzt mal nicht um MC Tech rum und hoffe einfach. Ja, ich denke auch, dass sie wieder besser werden. Mal gucken. Und letztendlich, wie gesagt, ich habe ja festgestellt, dass es eigentlich ziemlich wurscht ist. Also die ersten zwei Februarwochen, die ja bisher echt die krassesten Arena-Wochen waren überhaupt. Da hat sich ja auch nichts geändert, also. Was soll sich dadurch auch ändern? Ich überlege, ob ich statt Sunwalker, Tidehunter und Questing spiele. Und ob ich jetzt am Schluss 3 oder 5000 Gold habe, ist eigentlich auch egal. Ja, und diese, welche Karten jetzt raus sind und so, das ist für mich auch immer echt das Schwierigste. Das kann ich mir irgendwie nicht merken. Also ich muss echt gucken, dass ich mir eben einpräge, okay, um dieses Secret brauchst du nicht mehr rumspielen, weil es gibt's nicht. Da tue ich mich leider echt schwer. Ja, ich bin mir bei so einigen Spells irgendwie unsicher, ob die jetzt noch drin sind oder ob die raus sind. FFG ist raus, okay. Eigentlich müsste ich mir noch mal genau Karten angucken, die jetzt raus sind. Besonders halt an Secrets. Oder anders, vielleicht eine kurze Liste machen, welche sind noch drin. Das geht nämlich schneller. Kannst du mal eine Liste anfertigen? Das wäre auf jeden Fall nett, einfach die drei Secrets-Klassen. Welche Secrets haben die momentan? Also bei den die Classic Secrets, ich glaube, auf die komme ich auch immer. Also von daher geht es eigentlich auch nur um die Add-ons. Welche Secrets haben die jetzt? Durch Old Gods, Karazhan, Gadgetzan und Goro. Truth is my shield. Wir können ja, ich spiele gerade gegen Paladin, wir können ja mal versuchen durchzugehen. Kommen wir auf alle? Okay, das löst momentan nicht aus. Ich kann, wenn ich Ping spielen will, nur den Archon Commander spielen. Oder ich suche noch nach einer... Interesting. Ich glaube, ich will den aber spielen. Ich habe ihn fast. Ich überlege, ob ich jetzt noch mal trade. Ich überlege gerade, welche, also die haben auf jeden Fall Getaway Kodo. Was haben sie denn noch? Also jetzt mal außer den Classic-Sachen mit irgendwie iPhone, Eye und Get Down und Blablub. Mir fällt gerade echt nur Getaway Kodo ein. An neueren Secrets hat Paladin sonst nichts bekommen. Nee, die Namen reichen mir.
Letztendlich ist es wahrscheinlich Quatsch, letztendlich kann man auch online kurz suchen und da hat man auch schon Listen. Kannst natürlich gern trotzdem machen. Ich überlege gerade, ich muss auf die Secrets von Paladin kommen, die jetzt irgendwann neu dazugekommen sind. Haben die in Old Gods irgendein Secret bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Getaway Kodo ist auch Gadget Zen, meine ich. Haben die in Kara irgendein Secret bekommen? Ich weiß es echt nicht. Er ist gar nicht so schlecht, wie er aussieht, weil letztendlich, wenn ich jetzt alle drei da rein trade, ist es immer noch ein 2-3er. Und wenn ich die da nicht rein trade, killt er die eventuell mit einem Whirlwind. Ich glaube, ich trade mal 2, damit ein Whirlwind nicht ganz so schlimm ist. Okay. Hätte ich vielleicht doch mehr traden sollen. I know, Guy in Gold sieht so cool aus. Das ist Assassin's Creed. Okay, hat sich einen Torn geholt und den jetzt gebufft. Ich muss dringendst meinen Polymorph finden. Nein, ich bin da rechts. Wow! 5-9, ja, was mache ich jetzt? Spiele ich Doppelgangster? Alles rein traden tue ich mal nicht. Hey, Goons, over here. Gleich bei Google Docs, klar. Habe ich jetzt auch so gemacht. Mind if I roll need? So, jetzt hat er den 2-1er weg und nächsten Zug Storm und Champion. Das sieht doch ziemlich gut aus. Winner's move.
Trade ich den? Ja, ich glaube besser ist. Ich spiel doch um meinem C-Tech rum. Von Axe to grind? Na dann, grind mal. Will ich den einfach direkt so weg? Hätte ich auch mal erst machen können. Chop, chop. Ja, das war genau die Idee, warum ich überlegt habe, den gar nicht zu verletzen, weil 5 Damage sind halt leichter zu machen als 6 oder eben 4. Kann man nochmal mit einem Charger irgendwie hinkriegen oder vielleicht hat er halt auch noch einen Execute oder sowas. GG. Na komm, die nächsten 10 Matches sehen jetzt auch so aus, oder? Das wär's doch. Hätte ja am Anfang übrigens gedacht, sie haben noch ein paar sehr starke Mage-Karten rausgenommen. Ich hätte gedacht, dass wenn Karazhan nicht mehr ganz so neu ist, dass sie dann auch Firelands Portal entfernen. Den einfach gegen zwei ein einer traden ist irgendwie doof, aber alles andere ist auch irgendwie doof. Doof, doof, doof. Ich glaube, Drangling Mechanic wird auch ein bisschen unterschätzt. Direkt Zug 4 oder noch Zug 3 oder so, ist das oft eine ziemlich gute Karte. Okay. Das ist richtig.
Fireland Sport ist halt immer gut. Ich überlege, ob ich jetzt erstmal Volcanic Potion Flame Geyser spiele. Hey, Marinecraft. Ah, hello there. Den Champion ein bisschen vorbereiten. Boah, ey, adapt. Wenn er den jetzt nicht killt, dann ist Arcanus Smith richtig gut mit dem zusammen. Ja, okay. Bye bye. Er hat gerade sein Board Clear rausgehauen, von daher werde ich jetzt nicht, wie ich es vorhatte, Fireland Sport auf den spielen, sondern mich ausbreiten. Ich habe im Grunde 10 Damage Burst in der Hand, von daher kann ich auch gucken, ob ich jetzt noch die 7 Schaden hinkriege und dann machen wir den nächsten Zug. Face, okay, oder auch nicht. Get them, boys. So viele Taunts. Musik ist aus Tekken. Tekken Tag Tournament. Ich glaube, das war für viele so das Verkaufsargument für die PS2. Irgendwie würde ich den gerne spielen, aber irgendwie würde ich auch gerne den Phoenix spielen. Und irgendwie würde ich aber auch gerne pingen, diesen Zug.
Boah. Taunt, taunt, taunt. Dankeschön. Ein Minion, der ohne Discount 12 Mana kosten würde, macht meh. Nee, war nicht aus dem Buch, habe ich im Deck. Buch habe ich nicht im Deck. Musik ist aus Final Fantasy Tactics. Wow, ich will von diesen Kabal-Chemist-Viechern da. Na, ich glaube aber, den will ich dann erst loswerden vorher, oder? Ah, oh, da hatten wir gerade schon ja doch schon einen Cool Taskmaster oder so. Da, 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 da. Tja, spiel ich jetzt Kabal Chemist oder ping ich den einfach nur? Ach komm, ich spiel den jetzt. So, den Train, aber dann habe ich zumindest schon mal die Potion in der Hand. Der Dino ist so verdammt stark. Ich überlege, ob ich den einfriere, aber es bringt auch nicht so viel eigentlich, ne? Ja, klar. Fünf Mana, 6-9 Taunt, geh mir weg. Dann kann ich gleich einen 8-8er in den rein chargen. Hoffentlich. Oder auch nicht.
Ey, ich hatte auch mal diese Waffe, die so Schiff-Serus-mäßig ist und ich habe nur Scheiß bekommen, immer. Oder da waren geile Sachen, wie Gorehowl, aber das, da war ich halt erst zu 3. Und zu 4 war es dann wieder... Frisch gesäubert, duftet noch nach Flamestrike. Gesina, noch habe ich das nicht gewonnen. Und ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass ich das hier gewinne. Okay, das Ding spiele ich in jedem Fall. Sehr gut. Sehr gut. Der Scout hat vorhin so viele von meinen Spinnen gerettet. Das ist echt eine unterschätzte Karte, würde ich mal sagen. Das kennst du? Na, woher ist es? Ach nee. Nee, League ist es nicht. Ach Gott, der hat schon wieder 1000 Karten in der Hand. Gute Karte. Can I light your fire? Ich glaube, ich will den weg haben, um mein Stick umzuspielen. Und ich will jetzt Taunt haben. Ja, es ist Borderlands. Zehn, 14. Ich glaube, ich trade das wieder wegen dem C-Tag. Give me a quest. Das war damals immer eine von meinen absoluten Lieblingsmelodien.
Was ein Spiel. Wie, hat das keiner? Das war Zelda Ocarina of Time für das Nintendo 64. Das vielleicht beste Spiel aller Zeiten. Ich behalte den Flamecaller. Shimmering Tempest. Sehr coole Karte. Wenn man sie selber hat und nicht der Gegner. Dann Zeit für den Flamecaller. Chatter bringt mir leider nicht so viel. Ich habe einen Frostbolt, aber Gegner, die man gefrostboltet hat, will man dann oft nicht mit Chatter zerstören. Ui. Drei Mana, 6-3, ist okay. Give me a quest. So, das war gerade Morrowind. Zugegebenermaßen ein bisschen leise. Aber manche Songs sind eben leise. Ich kann schon nichts machen. Are you ready for this? Hat er keine Antwort für den Questing? Drink the power.
My shield for Argus! Okay, ich hoffe, er klaut mir den jetzt nicht mit MC-Tag. Nee, ist nicht Zelda. Pyro. Okay, Pyro auf dem Street Drop ist okay. Haben wir das letzte Mal nicht schon gehört? Ich habe bei manchen das Gefühl, wir haben es schon oft gehört. Aber auch hier sagt er mir doch, hören wir gerade zum zweiten Mal. Das letzte Mal am 7.4. War nicht so lange her, nee. Ist auch nicht Final Fantasy. Die Rogues sind momentan so krass und Chatter habe ich wirklich bis zum Schluss nicht gebraucht gerade. Wonder Woman Gold ist so schick. Flame Geysir. Nee, das ist Pokémon Mystery Dungeon. Ja, wusste ich das letzte Mal schon nicht, da hast du bei irgendwas gesagt, Pokémon Mystery Dungeon, ich habe dir 10 Punkte dafür bekommen und dachte dann so, okay, es gibt aber eigentlich echt viele Teile und eigentlich hätte die Antwort nur 4 Punkte wert sein dürfen, oder? Ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kenne die nur vom Namen her. Nur 3 Teile, okay. Ja, das war gerade irgendwas mit Sky. None see the Lotus. Schon wieder Shatter, was soll denn das? Ah, okay. Das war jetzt aus Metal Gear Solid. Ich weiß nicht genau, ob ich Volcanic Potion hier benutzen will, aber eigentlich ist es, glaube ich, sinnvoll. Aber ich kann eh nichts dann noch zusammen mit dem spielen. Also vielleicht einfach Archer Commander und dann kann er mit dem 5-2er halt noch den 4-2er killen.
Ich meine, er könnte ihn jetzt eh auch mit der Waffe killen. Und wenn er stattdessen den 2-4er killt, dann ist es auch nicht schlimm. Also es ist irgendwie... kann damit sowieso nichts Krasses anfangen. Nee, ist nicht Zelda. Gadgets and Gazette always gets the scoop. Ha, nicht RuneScape. Es wird ja auch fälschlicherweise behauptet, dass es nur diese zwei Musiken hier gibt. Aber nein, alles Fake News. Ich glaube, er soll jetzt erstmal da gucken, was er da gut irgendwie getradet bekommt. Der nächste kommt dann eh in AOE von mir. Oder so. Achso, das war gerade übrigens Super Mario 3D World für die Wii U. Ja, das klappt auf jeden Fall häufig. Es ist auf, sind auch sehr viele Musiken von da. Will ich gar nicht bestreiten. Wenn jetzt irgendwas Fettes spielt und noch Kleinkram, dann kann ich Blizzard und dann Chatter auf das Fette. Boah, wie viel will er denn davon spielen? Ach süße, da brauche ich gar nicht mal Blizzard, um dann Chatter zu spielen. Ja, versucht jetzt zurückzumachen, weil er glaubt, ich habe Burst. Ich gerade Face gepinkt habe. Das kurze gerade war Resident Evil. Code Veronica. Ein absolut unterschätzter Teil der Serie. Vielleicht hätten sie es direkt Teil 4 nennen sollen oder so. Thank you.
Quest accepted. Engaging TC-130, Mental Dislocator. Oh, weil es mein Slayer ist, so krass. Trotzdem zu viel Damage. Für ihn. My shield for Argon. Ah, kommt noch jemand auf das Spiel? Ich würde es gleich auflösen. Auch wenn ich weiß, dass einige Stellen echt sehr leise sind, so wie diese gerade. Oh nein, es ist 6-0. Ich hab mal noch, vielleicht kommt noch eine Stelle, wo man es erkennen könnte. Medivh versus Jaina. You asked for it. Let the games begin. Vielleicht auch nicht. Synergie. The end is coming. What? Nee, das ist nämlich Warcraft 3. Die Hintergrundmusik bei den Orks. Sind's viele, ja. My shield for Argon.
Oh, ich würde gerne Doppelgangster spielen, aber ich will nicht in den Blizzard reinrennen. Hawkleader hätte ich jetzt spielen können, aber dann hätte ich eben noch Polymorph abbekommen. Jetzt muss er ein AOE nehmen, wenn er einen hat. Das ist einfach zu viel Damage, erst auf 16. Ich habe eventuell 13 Damage so schon. Wenn er jetzt nicht irgendwie taunt hat oder so. Ich glaube, ich trade den aber. Und schwimme auch um MC-Tech rum. Wenn er ist auf 6. Und vielleicht kann ich den mit Charge Devil Saw killen. Kann man gleich sehen. Wie die Blümchen hier unten vorbei rauschen. Lustig. Er hat's recht nicht. Nee, ist nicht WoW. Wenn ich noch ein Match gewinne, gibt es keine Kicks für dich, Brainful. Aber dafür vielleicht dann mal wieder einen ordentlichen Run zu sehen. Medivh versus Malfurion. Let the games begin. Flame Geysir behalten oder nicht behalten? Ja, ja, klar, ich weiß ja auch, dass es nicht so wichtig ist. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich nicht lieber einen Minion haben will, einen Early Minion. Aber Flame Geysir ist am Anfang auch ziemlich gut. Wenn der Gegner irgendwie einen 3-2er da liegen hat und ich finde vielleicht nichts Gutes, um zu traden oder er removed meine Sachen oder so. Ach, die Musik gerade im Marinecraft war Halo. Halo Wars. Mal drauf. Okay, sind jetzt alle Sachen, die gerade aktiv sind, oder wie? Ach, das sind die Sachen, die raus sind jetzt. Okay. Dark Trap ist raus. Okay. Interesting. Living Roots ist raus. Oh Mann, ey. Das ist, schwieriger als gedacht. Sacred Trial und Competitive Spirit. Competitive Spirit ist raus. Mage ist nur Effigy raus. Okay.
Ja klar, es sind echt viel. Oh Gott, ja. Ach du Scheiße. Jillmore, Sky Captain Crack, Parker. Er war Krake, hat sich ja hier Miss Elmo so gefreut, dass sie endlich raus ist. Ja, auf jeden Fall finde ich es ganz schön schwierig, sich das zu merken und dass man weiß, okay, um die muss ich jetzt alle nicht mehr rumspielen. Das ist echt krass. Alles, was in 2 hat, das stimmt, es war alles CGT. Okay, nimm zu Ramp. Da ich keine Minions gerade in der Hand habe, nehme ich jetzt hier den Spell, um das zu nehmen. Bei der ist halt immer so ein bisschen die Frage, heißt es jetzt, er hat auch noch mehr Jade oder war es das? Ich ping den, aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Ich habe den Ping nur übrig und brauche irgendwie auch Face nicht pingen. Dann wird den hier traden. Aber wenn er den jetzt irgendwie bufft mit Defender oder so, dann bringt der Ping halt was. Das war jetzt eigentlich nur die Idee. Die Idee hinter dem Ping. Zack. Ach komm, kann ich mal ein paar Minions finden. Ich überlege echt, ob ich Blizzard raushaue, damit die 2 Minions liegen bleiben für Storm und Champion nächsten Zug. Und ich glaube, ich mache das. Einfach nur, weil meine Hand so unterirdisch ist. Ich würde jetzt gerne einen 6-Drop hinlegen, aber ich habe nichts. Ich habe auch keinen 5-Drop und keinen 4-Drop und keinen 3-Drop. Ich hab nur diesen komischen Flame-Element in der Hand. Storming Champion ist jetzt auch nicht so richtig gut. Aber alles andere halt auch nicht. Ich trade jetzt den, weil wahrscheinlich will er den zuallererst killen und dann hat er da jetzt einfach 2 Schaden weniger. Jetzt ist der Trade zwar gut, aber dann kann er halt nicht in den zusammen mit dem anderen 3 Damage machen. Und den kriege ich ja relativ locker flockig weg mit, ja, entweder Flamestrike oder Frostbolt oder Volcanic Potion oder. Vielleicht diesen Zug Frostbolt und nächsten Zug dann... Dann Flamestrike. Hey, nein, Mann! Ne, ich hoffe, die großartigen Spiele, die kommen noch. Ja, gut, ich glaube, dann gibt's jetzt erstmal den Filmstrike. Strike.
Blade. Ja, den Polymorph ich jetzt einfach. Dann breiten wir uns ein bisschen aus. Swipe. Das ist leider ziemlich gut. Das Swipe ist immer ziemlich gut. Und ich glaube, das habe ich gewonnen. Ja, mal gucken. Okay, jetzt ist es Ich weiß nicht, warum mein Bot manchmal so langsam reagiert. Ich wollte gerade sagen, ab dann müsste eigentlich gehen. Ich habe jetzt unten einen Stream-Schedule, jeden Tag immer ab 17 Uhr. Mit bisschen Verspätung meistens. Also mit jedem Tag meine ich nur Montag bis Donnerstag. Wochenende sieht dann nochmal ein bisschen anders aus und da zähle ich mal den Freitag mit dazu. Oh Gott. Kann sein, dass das nichts wird. Vielleicht hätte ich Flame Geyser doch behalten sollen. Ah, vielleicht finde ich gleich auch noch genügend Minions. Ach, der Song eben war übrigens aus Dishonored 2. Relativ aktuell noch. Trade ich das oder hoffen wir einfach, dass er keinen MC-Tag hat? Ich trade das. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt zu viele Spiele durch MC-Tag verloren. Auch schlecht. Wem wir sie? Ich überlege echt, ob ich den Polymorphe. Das war jetzt aus 4. Boah, ganz kleinen Scheiß. Ach nein, jetzt kann ich nicht mehr Hawk Leader spielen.
Aber Flamecaller lohnt sich da auch nicht. Vielleicht nicht zu Flamecaller. Nee, Pfeil ins Portal. Ha! 5-5er und 6-6er nebeneinander. Fehlt gerade so ein bisschen das Removal. Ich hätte gern 4 Damage für den 5-4er. So Pick Angels da. Hey, Loyal. Ah, Charge Devil Saw ist nicht so gut. Ich glaube, ich nehme den und charge aber nur so einen kleinen und hoffe, dass er den nicht sofort wegkriegt. Ich habe keinen Burst, vielleicht hat er Burst, von daher lieber traden. Wie ging es da an Schlange? Ja, ich zu viel Angst vor einem AOE, er hat noch keine AOE gespielt. Vielleicht erstmal nur Tidehunter und so Zeug. Dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist schon gut genug für ein Flamestrike, aber so richtig viel tut es gerade nicht. Oder ein Blizzard. Komm, gut, ein gutes Spell. Polymorph. So, jetzt hohes Board leer ist, nehme ich Doppelgangstern-Schlange. Die Musik gerade war Mario Kart. Okay, er hat kein Board clear. Oh, Schlange ist wichtiger als... Okay. Keine Explosion auf dem 5-2er, um den dann zu pingen, okay.
Ich glaube, ich hätte lieber den traden sollen oder den. Ja, jetzt kommt MC-Tag. Ich habe die ganze Zeit drum rumgespielt. Okay, nee, dann will er nicht erst pingen. Wo ist mein Stormwind Champion? Das ist übrigens die Mario-Melodie für Smash Bros. Auf der Wii U. Kam keiner auf Mario oder hat sich nur keiner getraut, Mario einfach nur zu sagen, wenn man nicht weiß, von welchem Spiel das ist? Oh, Flammgeysir in Gold. Schick. Hey, it's a trade. So, einfach noch so weitermachen, drei Matches. Das nur incoming. Oh nein, beschreiß nicht. So wie ich das kenne, wird es eher eine 9-3. Mal gucken, was er für ein Deck hat. Die meisten Hunter-Decks, die so viel Wins haben, haben irgendwie mehrfach Call of the Wild. Mal gucken. Das ist halt auch kein so besonders schnelles Deck, was ich hier habe. Ist halt die Frage, darf man davon nicht callen? Niemals. Die eine Regel. Ja, aber mal gucken. Vielleicht, wenn er wirklich so viel Late-Game-Zeug hat, vielleicht sind wir dann schneller als er. Wir haben auf jeden Fall einen Berg an Removal. Das ist so ein bisschen das, was dieses Deck hier auszeichnet. Diese Musik war jetzt übrigens von Pokémon. Omega Ruby Alpha Sapphire steht hier. Doppelter Cheeseburger und Pommes für einen Fünfer, das ist nicht schlecht. Hatte ich es zu früh aufgelöst? Ich glaub dir mal, dass du früh genug warst und kriegst noch zwei. I'm
Kommt jetzt irgendwas mit Taunt? Mein Hawk Rider ist schon startbereit. Ah, ich weiß nicht, ob ich da will, dass der Hawk Rider da reinrauscht. Ich überlege aber wirklich, ob ich das Ding frostbolte, weil er hat irgendwie echt Angst vor der Cobra, so gefühlt. Ich könnte halt jetzt den Hawk Rider spielen und das einfach traden und Hawk Rider geht face. Oder ich frostbolte das und behalte die Cobra. Ich behalte die Cobra. Ah, Flame Geysir wäre perfekt, aber ich will nicht Flame Geysir spielen und dann gar nichts. Ah, den Hawk Rider da rein traden ist auch nicht so super. Den Archon Commander da rein traden ist auch nicht so super. Aber da Hawk Rider und Archon Commander jetzt so ein bisschen aufs Gleiche rauskommen, spiele ich jetzt einfach den Hawk Rider, weil den kann ich sonst halt nicht chargen. Ja, das mit den Keksen dauert eine Weile, aber 86 ist eigentlich schon ganz gut. Ab 200, glaube ich, zählt es als zählst du dann als Stammgast. For the King. Ja, ja, und am Spruch kann man immer erkennen, was ich da gerade gezockt habe. Ich brauche gerade den Taunt nicht unbedingt, deswegen spiele ich jetzt einmal den Hawk Rider. Ja, krieg ich schon kaputt. Bei Moment 10, 14, 16, das wäre auch fast lethal. Gehe ich jetzt einfach face und bringe ihn auf 4? Das war's. Zwei noch. Broke wird krass. Vor allem mit der Starthand. Aber wir haben halt extrem viel Removal. Oh, das ist gut. In diesem Deck. Und damit kommt Rogue in der Regel nicht klar. Mal gucken, wie diese Maiev es sieht.
Top Deck Wars! Das ist kein Medley, das ist direkt aus dem Spiel. Ah, Giant Wasp, denn jetzt kann er sich auch aussuchen, gegen was er tradet. Spiele ich jetzt einfach den Chemist, weil Defender die Dinger zu buffen bringt dann halt nicht so viel. Das ist auch nicht Zelda. Nee, das ist Final Fantasy VII und ich hätte gedacht, dass man das erkennt, weil das ist nämlich die Chocobo-Musik. Und die klingt in allen Final Fantasy-Teilen, in allen 15 Teilen halt irgendwie gleich. Das ist jetzt halt mehr so eine, weiß nicht, Jazz-Variante. Er kommt echt kaum hinterher, lustig. Ja, ja, ein 13, wie gesagt, klingt in allen Spielen unterschiedlich, aber die Melodie ist immer die gleiche. Welche Helden sind momentan die besten für Arena? Mage und Rogue. Da Rogue aber relativ schwer zu spielen ist, würde ich dir eher einen Mage empfehlen. Aber ich kam auch schon mit Priester zum Beispiel sehr weit, also man kann auch trotzdem mit anderen Klassen auch sehr, sehr gut vorwärts kommen. Ach, spiele ich einfach Stormwind Champion und gehe Face? Dann ist er auf 2 runter. Oh Mann, 11-0, ey, 11-0. Ja, voll krass brainful. Ich könnte es gar nicht so genau sagen, nein, Mann, auf was du achten solltest. Okay, Final Boss. Was momentan in der Meta, glaube ich, insgesamt relativ wichtig ist, ist, dass du Karten dir holst, die entweder... Also, oder was momentan besser ist als normal, finde ich zumindest, sind Karten mit Card Draw oder mit Karten, die Karten ziehen, die nicht in deinem Deck sind. Also, zum Beispiel beim Flame Geysir, da bekommst du eine Karte, die vorher nicht in deinem Deck war. Oder bei, beim Shimmering Tempest, da kriegst du einen Spell, der vorher nicht in deinem Deck war. Und gerade solche Sachen, oder jetzt auch Cabal Chemist, wo du eine Potion bekommst, die nicht in deinem Deck war. Solche Sachen, habe ich das Gefühl, sind momentan sehr, sehr stark. Weil du oft die Zeit hast, diese Karten zu ziehen und du hast dann zusätzliche Möglichkeiten. Okay, Final Boss ist ein Mage. Wir werden sehen. Da ich ein bisschen Angst davor habe, dass er mir mit dem Spiel davon rennt, behalte ich die Volcanic Potion. Man könnte sich auch überlegen, Cabal Chemist zu behalten. Aber ne. Ist aber bei mir nur so ein Gefühl. Insgesamt ist ja bei mir Arena momentan nicht so besonders gut. Hey, Master Cooler.
Okay, wirkt erstmal so, als ob er kein so wahnsinnig schnelles Deck hätte, wenn er jetzt Zug 2 nur pingt. Zug 1 Decks gespielt, Zug 2 ping. Zug 3 Secret. Ich überlege, ob ich jetzt Fireplume Phoenix coine, weil ich kann den dann direkt killen. Und was ich nämlich vor allem will, dann habe ich jetzt einen Damage Hopper verplant, ist ihm den Coin geben, falls es Mana Bind ist. Das war der Grund der Aktion. Sagt der Streamer, der Elfenstil. Ja, komm, aber ich hatte auch noch nie 11-0, obwohl ich schon gefühlt 1 Million Arena-Runs gemacht habe. Nee, 18 habe ich bisher gemacht. Schmerzt ein bisschen, aber ich spiele jetzt nicht um MC-Tech rum. Nur dieser eine Zug. Das kann jetzt an. Ja, genau, deswegen habe ich das gespielt. Ach, ich könnte das alles mit Volcanic Potion clearen. Er hat 6 Karten, dann wird er jetzt irgendwas spielen, das Hockley dann nicht charged. Also nicht deshalb, sondern weil er gerne irgendwas spielen würde, Zug 6. Weil sonst ist man in der Regel tot. Das sieht gut aus, ja, aber er hat noch echt viele Karten. Also ich muss mich jetzt auch dran halten, dass ich das gewinne, bevor er das schafft, das Spiel zu drehen. Könnt ihr noch Frostbolt? Nein, ich kann dann nichts anderes spielen, deswegen. Oder ich gehe Face mit dem Firedance Portal? Nee. Okay, wir haben beide nicht viel Glück. Das wissen, welches es nicht sein kann. Ja, ich hab die auch noch offen. Bei Mage sind 2 raus, ne? Effigy und... Ne, Noah hat das eine, ne? Nur Effigy, ja. Kekse für alle. Okay, es ist nicht Mirror Entity und es ist nicht Potion of Polymorph. Ja, es so ist, wenn er jetzt nochmal das Board klärt, dann hat er wahrscheinlich gewonnen. Und die Karte ist darin ganz gut. Okay, wir ziehen erstmal, was wir da rauskriegen. Okay.
interessante Spell, okay. Trade ich erstmal nur den. Trade Frostbolt das herunter auf 3. Aber ich hoffe, dass ich den Trade machen kann. Ja, Smog ist halt schwierig mit 4 8er Taunt im Weg. Wo sind meine Board Clears? Go, go, Blizzard. Gehe ich jetzt Face? Ich habe eigentlich keinen. Ah, ich muss eh Face gehen, weil was soll ich denn pingen? Wenn ich jetzt den ping, dann trade er den. Und wenn ich jetzt den ping, trade er den. Das eine Mal, wo ich nicht um MC-Tech rumspiele. Und der klaut mir einfach mal den besten und den Torn. Kabal Chemist kann mir jetzt noch das Spiel gewinnen. Hat er gewonnen. Alles spielen und Smog der Win ist. Ja, siehst du? Dann kommt der MC-Tag und ich verliere es. Ja, aber wär eh blöd gewesen, darum zu spielen, das stimmt. Da ist der Blizzard. Ey, immer die Karten, die man gesucht hat, die kommen im nächsten Spiel dann in der Starthand. Noch ein Mage. Oh oh. Dragonfire Potion hätte mir gerade auch geholfen. Elf Grün sind auch okay. Ja, ja, ich habe mich schon damit abgefunden, dass das wieder nur ein Elfer Run wird. Nehmen wir an, der muss jetzt die. Okay, mach das auch.
Jetzt sagen die Cobra traden. Togo gibt mir einen guten Spell. Feuerball ist ein gutes Spell. Hawkleader Face. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich war gerade noch am überlegen, so geht der damit jetzt auch noch Face. Okay, nee, macht er aber nicht. Jetzt wird er wahrscheinlich den irgendwie wegkriegen und ganz viel Zeug legen können und dann pack ich da irgendeine Feuerpotion hin und hinterher dann Stubborn Gastropod. Oh. Ah, ich hab 13 Damage. Ja, dann Blizzard und Smog. Es kommt bei mir ein bisschen aufs Deck an, ob ich mich über 6 Wins freue. Es gibt Decks, wo ich denke, okay, wenn ich mich damit bis 4 schleppe, bin ich schon froh und dann schaffen die 6 und ich freue mich. Aber es gibt halt auch Decks, wo ich dann echt enttäuscht bin, weil ich denke, okay, damit wären auch locker, weiß ich nicht, 10 drin gewesen. Ach, ich muss es einfach probieren. Weil die Chance, dass ein Gegner Vaporize hat, ist halt total gering. Truth is my shield. Ist das lethal? Nee, 8, er ist runter auf 3. Aber ich lasse dann 4 Damage liegen. Wenn ich Polymorph, Spike Talk Rider, Smog gehe. Ich glaube, ich trade das hier noch. Ich habe 7 Schaden. Ich will den einen, damit er den Spell nicht kriegt. Och, das war's. Woo! 12-1, wie geil. Wie verdammt geil. Ich glaube, das war jetzt erst der zweite Run, den ich mit Mage gemacht habe in Ungoro. Wie verdammt geil. Sonnenbrille auf, nicht geblendet werden.
Ja, und wenn ich mir aber das Deck so angucke, ich hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass es so unglaublich stark ist. Also wir hatten wirklich echt viel Removal mit Flamgeysir, Frostbolt, Volcanic Potion, Firelance, Portal, Blizzard, ein Polymorph. Aber halt von allem so ein bisschen. Also ich hatte irgendwie gar nicht das Gefühl, okay, das ist so wahnsinnig viel. Wir haben keinen Feuerball, wir haben keinen Flamestrike. Ja, wir haben dreimal Cabal Chemist. Wir haben keinen Wasserelementar. Wir haben schon relativ viele Sachen nicht, wo ich denken würde, okay, ist eigentlich Standard. Und auch das Early Game, wenn man sich so unsere Two-Drops anguckt. Shimmering Tempest ist später ein guter Drop, weil er den Spell bringt, aber am Anfang Astroport ging ist so ein bisschen das gleiche. Rockpool Hunter, Tide Hunter. Naja, den einen One-Drop. Three Drops auch alle nicht so wahnsinnig stark. Flamecaller ist unglaublich, aber nur in manchen Situationen. Das gleiche gilt für Adventurer. Us und Cobra. Also ist echt krass. Ja, es hat letztendlich dann irgendwie die Kurve gemacht und irgendwie, dass alles zusammenkam. Dass ich irgendwie immer im richtigen Moment das richtige Removal dann eben auch zur Hand hatte und nicht einfach nur fünf Feuerbälle, die ich dann aber nie richtig gut gebrauchen kann. Oh Mann, wie krass, ey, wie krass. So, was gibt es denn? Ein Pack und ein Berg an Gold. Okay, wir sind in das. Das sind 405, 140, 530, richtig? Ja, wollte gerade sagen. Ah, ich glaube 530, ich habe noch nie so viel Gold in der Arena gewonnen. Kann das sein? Das ist echt absurd viel. Oh Mann, ey, die ganze Zeit nur miese Runs und jetzt nicht nur 12-2, sondern auch noch 12-1. Und so knapp an 12-0 vorbei. Das ist echt unglaublich. Naja, und wie ich immer sage, die geilsten Runs haben die beschissensten Tags. Aber völlig egal. Unglaublich geil. Unglaublich geil. Hätte ich jetzt echt gar nicht mit gerechnet. Sau krass.